Tada! Hallo, hallo, hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. 184 Tage Urlaub sind vorbei. Zeit wird's. Schön, zurück zu sein hier im kalten, windigen, wilden, wuchtigen, warmen Deutschland. Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Wie geht's? Was habe ich verpasst? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man 2 Wochen nicht da ist, ist die ganze Welt hat sich verändert. Aliens sind gelandet und Wolkenkratzer wurden errichtet. Menschen haben geheiratet. Was ist los? Was habe ich verpasst? Ich war im Urlaub, ja. Ich war 2 Wochen im Urlaub. Ich war auf Kreta. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kreta ist so eine kleine, bescheidene Insel. Gehört zu Griechenland, hat eine bewegte Geschichte, gehörte auch mal jemand anderem. Zwischendurch. Ja, es war nice. Ey, hast du Subnautica 2 Trailer gesehen? Wenn nein, let's do it. Ja, den gucken wir uns gleich zusammen an. Den habe ich mir aufbewahrt. Den habe ich natürlich aufbewahrt. Ich habe von der Existenz erfahren. Aber natürlich habe ich mir den aufbewahrt nur für euch. Ich bin doch nicht blöd und schaue mir das alleine an. Hallo? Ich freue mich so sehr auf den zweiten Teil. Das machen wir natürlich zusammen. Ey, hier, seid Giga Green dabei. Vielen lieben Dank für deinen Support. Machst du das eigentlich auch auf anderen Channels, die Giga fremd sind? Oder machst du das nur bei Leuten, die die Referenz verstehen? Taul, vielen lieben Dank. Taul 7170. Deepflow. Servalicious. Also vielen Dank für den Support, Leute. Ja, sich erholt aus. Ehrlich gesagt, ich habe heute so mega wenig geschlafen. Deswegen fühle ich mich, also die Erholung ist schon ein Stück zurückgewichen. Ja, das ist ja immer das Licht der Erholung, breitet sich aus und dann kommen wieder die Schatten und drängen das Licht zurück. So ist ja der Ablauf, der sich stetig wiederholt. Aber noch geht's mir, ich bin noch, fühle mich noch erholt und bin aber schon auch wieder müde, weil ich heute viel zu wenig geschlafen habe. Tatsächlich. Ich bin irgendwann um 7 oder so aufgewacht. Ich kann das gar nicht. Ich bin um 7 aufgewacht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen fange ich mal vorne an. Also, Griechenland ist eine Stunde zurück. Nee, ich fange nochmal neu an. Griechenland ist eine Stunde voraus. Das heißt, wenn es in Griechenland 10 Uhr morgens ist, ist es in Deutschland 9 Uhr morgens. So, und dann habe ich ja natürlich in einem Zimmer mit meinem Sohn geschlafen, der hat eh einen anderen Zeitrhythmus als ich und dann bin ich immer mit dem natürlich auch eingeschlafen und aufgestanden, sodass ich teilweise lächerlich oft schon vor 10 Uhr deutscher Zeit geschlafen habe. So, und jetzt komme ich hier nach Hause und war natürlich gestern Abend komplett müde, schon um 21 Uhr, was dann 22 Uhr griechischer Zeit ist, war ich schon komplett müde. Aber hab natürlich, wie sich das gehört, noch irgendeinen Scheiß auf dem Laptop geguckt und es hinausgezögert, schlafen zu gehen. Dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und bin dann aber aufgewacht mit einer App-Idee. Ich habe geträumt, dass ich eine richtig geile App-Idee hatte und dass ich dann nicht wieder einschlafen darf, weil ich sonst vergesse. Weil ich habe schon häufiger mal Ideen gehabt, die ich für brillant gehalten habe und habe mir dann gesagt, ach komm, ist egal, brauchst du jetzt nicht für aufstehen und das aufschreiben, weil das ist ja so geil, das wirst du morgen, auf jeden Fall wirst du dich daran erinnern. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich wusste noch, da war was, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert, was das für eine Idee war. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Feen gibt oder so, die einem nachts wirklich gute, lebensverändernde Ideen zusäuseln, die mindestens mal mein eigenes Leben, wenn nicht vielleicht sogar das globale Dasein, komplett verbessern könnten. Und die vertrauen einfach drauf, weil die können nur nachts im Schlaf mit einem kommunizieren. Es gibt halt so eine Membran, die ist im Traume so ein bisschen semipermeabel. Da schlüpfen dann so Feen, Gedanken können da so durchschlüpfen. Aber sobald man wach wird und bei Bewusstsein ist, ist diese Membran geschlossen, sodass die Feen da nichts mehr machen können. Aber nachts säuseln sie einem die Ideen zu. Und sie hoffen dann, bitte merk es dir, schreib es dir auf, tu was immer. Und natürlich merke ich mir es nicht und schreib es auch nicht auf. Deswegen habe ich schon zahlreiche wirklich wichtige Dinge vergessen, aber ich weiß, dass sie da waren. Das ist noch eine zusätzliche Qual, zu wissen, dass es da war.
Und heute Nacht hatte ich wirklich eine sehr gute App-Idee. Und dann wälzte ich mich so und dachte so, oh, ich muss das aufschreiben, ich darf nicht wieder einschlafen. Und hinterher habe ich aber gemerkt, dass diese App-Idee einfach kompletter Rotz ist. Und ich musste ein bisschen über mich selber lachen, weil ich war überzeugt, dass es eine super brillante Idee war. So, jetzt erzähle ich euch die super brillante Idee. Und vielleicht hat ja jemand von euch Lust, die mit mir zu machen. Ihr dürft sie nicht klauen, sonst verliere ich mein Vertrauen in euch. Die Idee ist folgendermaßen. Es ist eine App fürs Handy natürlich, für ein Touch-Handy. Und die Idee ist, dass man immer irgendwelche Gegenstände, also so zum Beispiel ein Brot oder ein Apfel oder so bekommt. Und Ziel ist es, dass man dieses Lebensmittel durchschneidet und man muss genau treffen, wie viel man abschneiden darf. Also der Computer sagt zum Beispiel, teilt das in der Mitte und macht zwei gleich große Hälften draus. Und dann muss man das Ding so mit dem Finger so durchschneiden und muss versuchen, exakt genauso viel abzuschneiden, wie der Computer einem vorgegeben hat. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, pass auf, ey, dann mache ich so eine Kreissäge noch und so eine Art Zwille. Und dann nimmt man den Apfel und zieht das wie bei Angry Birds und schießt den Apfel in die Zwille. Und dann gibt es auch noch so Sachen wie, dass man whatever, so fünf Pfeile hat und die muss man so tschick, 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 auf so ein Laib Brot schießen und muss das genau gleich große Teile abtrennen. Ey, dann kann man ja noch einen Multiplayer-Modus machen und macht das so gegeneinander. Also es ist komplett dumm. Und aber im Traum habe ich gedacht, das ist eine brillante Idee. Ich muss das sofort umsetzen, bevor mir das einer vor der Nase wegschnappt. Und dann konnte ich nicht mehr so richtig einschlafen. Hast du Mario Party gespielt gestern? Nee. Ist das ein Minispiel bei Mario Party? Das ist, das beweist ja nur, dass die Idee brillant ist. Oder was? Nee, habe ich aber nicht gespielt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, aber die ist ein bisschen dreckig. Muss ich putzen. Habe ich hier so ein Tuch? Nein. Die Dinger sind übrigens, diese Feuchttücher sind nichts für Brillen, Leute, macht das nicht. Die bringen gar nichts, die verschmieren das alles nur. Das ist eine dumme Erfindung. Irgendwer hat das. So, zurück zu meiner App-Idee. Wie finden wir die? Ist es was, womit ich potenziell reich werde? Fragt mal Nintendo. Ja, also ich würde das natürlich noch besser machen als Nintendo. Also müsst ihr natürlich immer voraussetzen. Also die Transferleistung erwarte ich von euch, dass ihr wisst, dass ich das natürlich dann, das würde ja mehr Spaß machen als so ein Nintendo-Minispiel. Das ist doch vorausgesetzt, oder? Fabi Krani ist auch da. Kauf Bitcoin, wenn du reich werden willst. Ja. Hättest du mir das vor 20 Jahren sagen können? Es gibt Leute, ich kenne welche, die welche kennen. Ich kenne welche, die welche kennen, die sind Bitcoin-Rentner. Und ich denke mir manchmal so, es muss doch super viele so Bitcoin-Millionäre geben, die einfach irgendwann so, als die Dinger 3 Cent im 100er-Pack gekostet haben, einfach sich das auf die Festplatte geholt haben. Und jetzt sind die einfach harte Multimillionäre. Muss es doch eigentlich Leute geben. Aber die geben sich nicht zu erkennen. Warum sollten sie auch? Würde ich auch nicht machen. So, gibt es Lootboxen in der App? Ja, natürlich. Man kann natürlich auch dann so neue Schwerter und so kaufen, mit denen man dann diese Brote durchschneidet und alles. Also da gibt es richtig viel geilen Scheiß. Wirklich wahr. Also das wird ein voller Erfolg. Und ich glaube, dass Fabian Krahn auch deshalb jetzt gerade im Chat ist, weil er auch das spürt. Er spürt, dass da was im Argen ist und dass eventuell ich ihn nicht mehr brauche, wenn ich dann reich bin. Aber da täuscht er sich. Ich werde ihn immer brauchen. Ich bin natürlich sein bestes Pferd im Stall. Er weiß auch, dass ich würde mal sagen, 72% des Pferdes, auf dem er sitzt,
ist von mir. Und da kann er ja mal versuchen, mit einem 28%igen Pferd kommst du nicht weit. Wo war ich stehen geblieben? Genau, da war ich im Urlaub. Das war gut. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben All-Inclusive-Urlaub gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Das war aber auch mehr so eine Entscheidung aus der Not heraus, weil einfach dann die Alternativen auch weg waren und so. Und dann waren wir All-Inclusive. Das ist faszinierend, habe ich noch nie gemacht. Man darf da eigentlich die ganze Zeit konsumieren. Also man bekommt morgens Frühstücksbuffet, das geht 2 Stunden, 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Dann gibt es Mittagessen, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, auch Buffet mit allerlei Köstlichkeiten. Und dann gibt es Abendbrot von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Also 6 Stunden am Tag ist der Speisesaal geöffnet. Es ist eine unfassbare Völlerei. Und normalerweise bin ich jemand, der auch zum Beispiel morgens nicht frühstückt und so, aber das hat sich komplett dann geändert. Die vollste Völlerei. Und dazwischen gibt es dann so eine kleine Bar draußen auf dem Gelände, wo du durchgehend Cappuccino oder irgendwelche alkoholischen Drinks, Cola oder Snacks kriegen kannst. Einfach so. Und das muss man erstmal in den Kopf reinkriegen, dass sowas existiert. Wenn man das nicht kennt, ist man das nicht gewohnt. Das ist alles inkludiert. Das ist komplett irre. Und da waren halt Leute, die haben einfach die ganze Zeit Alkohol gesoffen. Und die treiben natürlich den Preis in die Höhe. Deswegen habe ich die immer böse angeguckt. Die haben dann schon angefangen, um 12 sich da hinter die Binde zu kippen. Wie viel hast du im Urlaub zugenommen? Massiv. Ich glaube, ich habe massiv zugenommen im Urlaub. Jedenfalls war es wirklich das erste Mal. Und das ist schon geil. Also es gibt ja Leute, die das immer so ein bisschen von oben herab betrachten, dieses All-Inclusive, weil es natürlich sehr viel geiler ist, selber irgendwo Dinge zu entdecken und rumzufahren und so. Aber man kann auch einfach mal nichts machen. Und das war schon nice. Und die haben da halt wirklich immer so, also gutes griechisches Essen, natürlich auch viel Fleisch und so, aber auch vegetarisch und so. Also war schon gut. Das war echt gut. Und dann war ich da auch viel so, habe ich auch rumgelungert. Gibt ja keinen Grund wegzugehen. Aber so ein paar Mal habe ich das gemacht. Ich war einmal mit meinem Sohn in Knossos. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, da gibt es so einen Königspalast. Und der ist so 3.500 Jahre alt oder so. Und dann haben die ja ausgebuddelt. Die haben sie ausgebuddelt und zum Teil restauriert oder, sag ich mal, wieder aufgebaut. Einiges ist vielleicht historisch nicht ganz so akkurat, aber das war gut. Das war spannend. Und dann waren wir noch zusammen. Da war ich ein bisschen stolz auf meinen Sohn, weil ich bin gefragt, erst sind wir nach Knossos gefahren und waren da 2 Stunden auf diesem Gelände und haben uns diese Ruinen angeguckt, hatten sie leider einen unsagbar unenthusiastischen Reiseführer. Das ist so, du kommst da an in Knossos vor diesem Tickethäuschen und du wirst sofort abgefangen. Wirst sofort gefragt, welche Sprache sprichst du, und dann wird dir innerhalb von 3 Sekunden ein Reiseführer an die Seite gesetzt. Das kostet dann 20 Euro, 30 Euro habe ich bezahlt, wahrscheinlich Kind 10 Euro, ich 20 Euro oder so. Und das geht so schnell, man kann gar nicht reagieren. Man zückt sein Geld und was ist jetzt passiert? So, und dann stehe ich da und dann ist er zum Glück tatsächlich gekommen, der Führer, der Reiseführer, und hat dann eine kleine Gruppe inklusive mir und meinem Sohn da durchgeführt. Und war aber so scheiße langweilig. Der war so langweilig, da waren noch ein paar andere Kinder in der Gruppe und die haben alle nach 5 Minuten einfach keinen Bock mehr gehabt. Weil der die ganze Zeit durch irgendeine Scheiße geschwafelt hat. Wie so ein älterer Herr, wirklich. Wie so ein älterer Herr, der einfach komplett frustriert ist mit den ihm nachfolgenden Generationen, die alles falsch machen. Hat er angefangen, sich darüber zu beklagen, dass die Leute nicht mehr wissen, was ein Name überhaupt bedeutet. Und fing dann erstmal an, über irgendwelche Sachen zu reden, die überhaupt nichts mit dieser Ausgrabungsstätte zu tun hatte. Und wir stehen da mitten in diesen wirklich sehr erhabenen 3.500 Jahre alten Ruinen und man versucht sich vorzustellen, wie war das Leben hier zu der Zeit, als hier noch alles stand, und er schwafelte einfach nur rum. Und ja, egal. Jedenfalls haben wir das angeguckt und es war nice. Und danach sind wir ins Museum. Habe ich meinen Sohn gefragt, ob er noch Power hat, und er wollte unbedingt jetzt noch ins Museum. Dann sind wir noch in die Stadt, die heißt Heraklion. Das ist so nördlich von Knossos. Nicht so weit, 15 Minuten im Auto oder 20 Minuten. Und dann waren wir noch in einem richtig coolen, großen archäologischen Museum. Und da waren natürlich auch super viele Ausstellungsstücke
also teilweise viele tausend Jahre alt ist, schon abgefahren. Wenn man das so sieht und halt, da sind irgendwelche Alltagsgegenstände, Töpfe, Pfannen, aber auch Schmuck und so. Und dann steht da halt, ey, das ist halt einfach, was ich 5000 Jahre alt. Und ich so, what? Das hat hier vor 5000 Jahren irgendwer geschmiedet und durch wie viele Hände ist das gegangen und so weiter und so fort. Ist schon abgefahren und dann waren da auch so aus der römischen Epoche so Büsten von den ganzen Kaisern und so. Und dann, das ist schon was anderes, wenn man auf einmal so einer echten Büste, leider fehlen oft die Nasen, ich weiß nicht warum. Bei vielen, ist ja auch bei der Sphinx und so, ich weiß nicht, was mit der Nase los ist, aber bei ganz vielen von diesen Büsten fehlen die Nasen. Dem müsste man mal auf den Grund gehen. Vermutlich die anfälligste Stelle, aber vielleicht hat das auch irgendeinen anderen Grund, dass die Nasen immer weg sind. Aber einige hatten auch Nasen. Und dann guckt man halt diesen perfekt modellierten Kopf, wo du denkst, so, welches handwerkliche Genie hat das so gebaut? Aus Stein gemeißelt und dann das macht die so lebendig, weil du siehst dann einfach nicht ein Foto oder so auf dem Computer, sondern du siehst halt einfach diesen Kopf rundum drei, kannst du so, das ist abgefahren. Naja, und dann waren wir noch in so einer geilen Festung, in so einer uralten, was heißt uralt, so uralt war sie nicht, in so einer geilen Festung von, wie heißt es noch, Cambria, glaube ich. Heißt es Cambria? Ich glaube. Nee, doch. Nee, warte. War das Cambria? Gib mir mal eine Sekunde, ich will keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, es hieß... Warte, gib mir eine Sekunde. Warte, lauf nicht weg. Jetzt finde ich das nicht mehr, ne? Candia! Ja, es war Candia, genau. War ich in dieser Festung von Candia. Und das Geile ist, da hatte ich schon vorab so ein Video zugesehen, also vor längerer Zeit schon. Es gibt so einen coolen Typen, der heißt Saint Roman auf YouTube und der macht so richtig coole Videos von so Schlachten und Belagerungen und so weiter. Und das hatte ich schon mal gesehen und da spielte diese Festung auch eine Rolle und das war cool, dann mal da zu sein tatsächlich, nachdem man sich sowas angeguckt hatte. Naja, jedenfalls, das war nice. Also man kann da auch ein bisschen kulturell ein bisschen was machen. So. Und was wollte ich noch sagen? Ey, ohne Scheiß. Urlaub mit Kindern, hatte auch mal All-Inclusive-Familienhotel, war froh, dass die zwei einen Sitzplatz hatten und ich da sitzen konnte und lesen konnte, Kaffee trinken, auch was und das war's. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Ich war im Meer baden. Ich bin zu einer Insel geschwommen. Da war so eine, von dem Strand, war, was ich, zwei, lass es 300, 400, 500 Meter gewesen sein, war so eine Felseninsel, da bin ich hingeschwommen. Ich Fische gesehen. Ah, schon, hab ich schon ganz gut gemacht. So, dir Fox, vielen lieben Dank. Klask. Galactica. Lowside, Baschkür, Klumpenrad, Lady, bald Ü40, was? Wann hast du Geburtstag? Danke für den Support. Wo war ich stehen geblieben? Urlaub. Und original, pass auf, jetzt habe ich die schönen Sachen des Urlaubs erzählt, aber es gibt auch Seiten, die nicht so schön waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte mal versucht, vor ein paar Jahren nach Kroatien zu fliegen in den Urlaub und die Geschichte, das Trauma, was sich daraus entwickelte, das habe ich mal in einem Moin Moin erzählt und ich bin wirklich traumatisiert von diesem Urlaub, weil das war einfach, da ist alles schief gelaufen, alles und ich habe nicht mal alles erzählt, gibt da so ein paar Dinge, die behält man für sich. Jedenfalls bin ich dann morgens um 3 aufgestanden und um 3.30 Uhr zum Flughafen gefahren. Und da ich ja eh vom Biorhythmus eher so eine Nachteule bin, habe ich natürlich auch nicht viel geschlafen. So gut wie gar nicht. Und dann sind wir am Flughafen und dann heißt es schon, ja, der Flug hat Verspätung. Da denkt man sich natürlich schon, ja geil, wieso stehe ich denn so früh auf, wenn der Zug jetzt 2 Stunden Verspätung hat? Egal, sitzen wir da rum 2 Stunden
Und dann kommt irgendwann die Nachricht so, ja, das Flugzeug kommt gar nicht. Das Flugzeug wird ersatzlos gestrichen und kommt nicht. Und das ist ja exakt das, was damals passiert ist bei diesem Kroatien-Urlaub. Wobei, das war ja noch schlimmer, die Geschichte ist ja noch sehr viel umfangreicher. Aber das war ein Teil der Geschichte, dass dann einer der Flugzeuge nicht gekommen ist. Und dann triggerte das schon so leicht PDF, triggerte das schon leicht. Und dann sagten die noch so, ja, sie können jetzt erstmal das Flughafengelände verlassen. Wir wissen nicht, ob noch ein Flugzeug kommt. Gehen Sie erstmal, wir können Ihnen nichts sagen. Und dann war ich schon mit einem, ich saß schon im Mietwagen, um nach Hause zu fahren. Und dann stellte sich aber raus, um 12 Uhr, glaube ich, war es, flog dann doch noch ein Flugzeug, weil irgendeine kleine Airline aus Köln, ich habe den Namen vergessen, wirklich so eine, das, ich glaube, die haben nur ein Flugzeug. Die wurden dann angefragt und haben gesagt, ja, wir haben Zeit. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das war. Das war auch so eine ganz abgefahrene Crew irgendwie, selbst lustig zusammengestellte Crew. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn die irgendwie zu Hause in ihrem Kifferkeller saßen und dann total unerfolgreiche Airline, gerade gegründet, keine Aufträge, was los. Und dann kriegen sie einen Anruf so, ja, hier, habt ihr Zeit? Ja, klar haben wir Zeit. Und dann haben die ihr Flugzeug gepackt und sind losgeflogen und dann sind wir doch noch angekommen. Aber das Original, dass dieses Flugzeug wieder ausgefallen ist, ich war schon kurz vorm Weinen. Und ja, erstaunlicherweise ist dann das Flugzeug zurück, pünktlich erschienen, alles war gut, aber eine Sache, ich habe gerade nochmal einen Tweet eben gemacht und habe versucht, so ein paar Leute nochmal anzuheizen und dazu zu bringen, hier einzuschalten und habe dann gesagt, ich hätte auf dem Flughafen fast jemanden verprügelt. Das habe ich natürlich gemacht, um Leute dazu zu bringen, einzuschalten, weil wir alle wissen, dass solche Skandale sind einfach gut für die Quote. Das ist jetzt ja nichts, was Neues, das seht ihr ständig, dass das was bringt. Und die Situation ist folgende. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber wahrscheinlich schon. Aber in Hamburg zumindest, an meinem Heimatflughafen, wenn man die Koffer zurückbekommen möchte. Ne? Also Leute sind ja wirklich die größten Hyänen. Wenn man Menschen erleben möchte, es ist ein bisschen so, stellt euch vor, die Zivilisation ist ein Zoo und den könnt ihr besuchen und im Gehege seht ihr, wie Menschen sich verhalten würden, wenn die Apokalypse kommt, wenn quasi Recht und Ordnung wegfallen, wenn Anarchie herrscht, wenn jeder nur noch an sich denkt. Stellt euch vor, ihr könnt das so im Zoo ein bisschen beobachten. Und das seht ihr, wenn ihr eine Flugreise macht. Dieses Verhalten von Leuten. Es ist kompletter Wahnsinn. Das fängt an, beim Aussteigen natürlich, das Flugzeug landet und das Flugzeug steht und die Leute springen alle auf. Da sitzt man 4 Stunden in diesem Flugzeug und die Leute springen auf. Und jeder weiß, okay, du kommst nicht raus. Erstmal muss die Tür geöffnet werden, dann muss der Ausstieg freigegeben werden. Dann gibt es ja eigentlich auch eine feste Reihenfolge. Wer steigt zuerst aus? Nämlich die Leute vorne. Manchmal gibt es auch 2 Ausgänge. Dann haben die Leute in der Mitte halt die Arschkarte, die steigt einfach als letztes aus. Gibt es schon gewisse Regeln, aber die Leute halten sich nicht dran. Sie steigen alle aus, sie können es nicht abwarten. Und das Geilste ist, wenn es keine Gangway gibt, sondern Busse, dann prügeln die Leute sich fast, wer als erstes aussteigt. Und dann gehen sie raus und sehen, ja, kacke, da steht ein Bus. Das heißt, die Leute, die als erstes aussteigen, müssen dann im Bus warten auf die anderen. Und der Bus fährt nicht los, bis alle drin sind. Manchmal stehen da 2 Busse. Der erste Bus fährt auch nicht los, bevor nicht alle drauf, also man gewinnt dabei nichts. So, und dann kommt man irgendwann an bei der Kofferausgabe und ich war relativ erster an der Kofferausgabe, weil ich im ersten Bus weiter vorne stand und war dann auch irgendwie direkt mit, und dann habe ich mich da einfach hingestellt und es ist ein sehr langes Laufband am Flughafen in Hamburg. Und da sind überall so ungefähr ein Meter vor dem Laufband ist so eine schwarze Linie und da steht drauf, durchgehend drauf, ey, hier bitte nicht über diese Linie treten und näher an das Laufband rangehen, wo die Koffer rauskommen, bitte nicht. Es ist wirklich, keiner kann es übersehen. Und ich stelle mich da an dieses Laufband ran, hinter die schwarze Linie als einer der ersten und das kamen immer mehr Leute
Und es waren dann auch mehrere Flüge, die auf dieses Laufband gelegt wurden, wo die Koffer ankommen. Und es wurde immer voller und die Leute drängelten rum. Und irgendwann, du merkst richtig, die Leute versuchen alle nach vorne zu kommen und werden dann immer kackdreister, schieben sich so an einem vorbei, drücken sich so, als wenn sie einen nicht bemerken würden, so immer mehr, so, nehmen immer mehr Raum ein und verlieren jede Hemmung. Und dann irgendwann, ist es eine Frage der Zeit, ignorieren die Leute diese schwarze Linie. Und die schwarze Linie hat ja einen Grund, weshalb die einen Meter vor diesem Laufband ist. Weil, oder es ist, glaube ich, besser Förderband zu sagen. Ich sage die ganze Zeit Laufband, aber ihr wisst, was ich meine, es ist ein Förderband. Weil zum einen ist es vielleicht gefährlich, wenn man da zu nah dran steht, keine Ahnung, kriegt man seinen Finger dazwischen, whatever, oder was auch immer. Es hat gute Gründe und ein guter Grund ist, wenn alle direkt an das Förderband rangehen, dann sieht man nichts mehr. Man sieht nicht mehr, welche Koffer kommen. Wenn aber alle Leute diese Linie respektieren, dann sieht man auch von hinten noch, was da für Koffer langkommen und kann dann nach vorne gehen, wenn der eigene Koffer in Sichtweite ist. Aber die Leute sind alle so panisch, dass sie ganz schnell aus dem Flughafen müssen, dass die dann immer weiter nach vorne drängen, wie bei so einem Konzert ohne Wellenbrecher, wo du dann irgendwann direkt vor der Bühne stehst. Und dann gibt es immer Leute, die drängeln sich nach vorne und gehen dann hinter diese Linie und stellen sich direkt davor. Und dann sehen die Leute nichts mehr. Und dann gehen die auch nach vorne. Und irgendwann standen die alle vorne. Und ich stand da so an dieser Linie, hab das versucht zu respektieren. Und die Leute, wie so eine Welle, brechen die da. Und das hat mich so genervt. Und ich bin da so ein Typ, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich sage sehr selten was in solchen Situationen. In aller Regel denke ich mir meinen Teil und grummel in mich rein und halte meine Klappe. Aber in dem Moment habe ich gedacht so, ey, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich sehr laut gesagt, habe ich die alle angeschnauzt. Ich habe die einfach alle angeschnauzt. Ich habe gesagt, die sollen bitte jetzt hinter die Linie gehen. Und ein paar haben reagiert, haben meine Autorität respektiert. Und da waren aber natürlich, die meisten Leute haben es natürlich einfach nicht mitbekommen. Und da war da so ein Typ 2 Meter groß und steht direkt vor dem Laufband. Und er war so groß, dass niemand hat mehr was gesehen. Und dadurch, dass niemand mehr was gesehen hat, sind alle wieder. Und da habe ich mich zu diesem Typen hingegangen. Gehen Sie jetzt bitte sofort wieder hinter diese Linie, habe ich ihm gesagt. Und dann hat er sich entschuldigt. Der hat nämlich gedacht, ich hätte Autorität oder so. Der weiß nämlich genau, dass er ein Arschloch ist. Und dann hat er sich ganz kleinlaut zurückgezogen wie Homer durch die Hecke. Von diesem Simpsons-GIF. Und habe ich gedacht, so geil, jetzt habe ich mal was gesagt. Jetzt weht hier ein neuer Wind, es ist ein neuer Nils geboren. Es ward ein neuer Nils geboren. Es ward ein neuer Nils geboren. Und da habe ich richtig Sheriff-Arbeit, ich habe wirklich Sheriff-Arbeit gemacht. Aber was mich so, wie die Leute mich dann einfach wirklich ankotzen, weil es bringt nichts, wenn es eine Brotausgabe wäre in Zeiten des Hungers oder Wasserkanister in Zeiten des Durstes. Aber in einem Moment, wo du einfach das auch nicht beschleunigen kannst, weil dein Koffer ist nicht da. Warum? So, jedenfalls habe ich da, jetzt mache ich auf die Kacke gehauen. Mara ist da. Hallo Mara. M to the A to the R to the A to the H. Hallo Mara. Apropos, jetzt habe ich mal was gesagt. Würdest du gerne mal mit Florentin zusammen bei Sag's doch einfach mitmachen? Das wäre mir natürlich eine Ehre, Mara. Es wäre mir eine große Ehre. Und da bin ich natürlich dabei. Just name the place and the date and I'll be there. I'll be there. Naja. Was geht ab? Ist notiert. Weißt ja, wo du mich findest, Mara? Im Keller? Bei mir? Ey, ich sag euch was. Ich werde jetzt einfach gar nicht mehr introvertiert sein. Ich werde das jetzt immer machen. Das hat auch was Befreiendes. Ist ein bisschen unangenehm auch, weil ich mag so Leute nicht, die so eine,
die einfach immer so reden und so. Aber das ist auch ein Stück weit geil, so Leuten einfach mal die Meinung zu geigen, weil man, also auch wenn man natürlich komplett im Recht ist, ne? So läuft das jetzt. Hier läuft jetzt was an, ein anderer Film läuft jetzt hier. So, aber das war ja nur das Ende des Urlaubs. Also ich will mir natürlich jetzt nicht durch diese tumultartigen Szenen der Zivilisationslosigkeit meine aufgestaute Entspannung direkt wieder ablassen lassen. Durch so ein Wutloch in der Entspannungstonne direkt alles wieder rauslassen. Das machen wir nicht. Ey, aber was wisst ihr, Abro, was wir machen? Wir machen demnächst wieder Buchclub. Ich habe nämlich ein bisschen was gelesen und ich wollte eigentlich vor dem Urlaub schon einen Buchclub machen und habe es aber nicht gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber ich habe so ein paar Bücher, die sich angesammelt haben und ich mache demnächst Buchclub. Aber ich kann euch schon mal sagen, was ich gelesen habe. Ich bin nämlich sehr prätentiös unterwegs und habe Hochkultur gelesen und fühle mich deswegen richtig erhaben gerade. Ich habe Dostojewski gelesen. Weiß ich nicht, warum. Doch, ich weiß, warum. Ich war irgendwann mal neulich unterwegs und da gab es am Bahnhof so Bücher, so Klassiker günstig zu erstehen. Und da habe ich mir zwei Bücher gekauft. Reiner Impulskauf. Und zwar Die Zeitmaschine, das habe ich neulich schon mal erzählt. Und Weiße Nächte von Dostojewski. Ich habe noch nie Dostojewski gelesen. Allein den Namen auszusprechen, fühlt sich gut an, weil ich direkt das Gefühl habe, ich bin aufgestiegen in so einen Club der hohen Literaten. Was wollt ihr von mir? Ich habe Dostojewski gelesen. Und dann habe ich gedacht, ganz gut, das Buch kann man ja echt ganz gut lesen. Das ist ein relativ kurzes Buch. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon mal Dostojewski gelesen habe, kann ich auch dabei bleiben. Dann kann ich vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Konversationen einfach das so einstreuen, so, ach ja, übrigens, habt ihr Dostojewski gelesen? Das ist schon irgendwie ganz geil, weil ich weiß ja, es hat keiner gelesen, aber ich kann das dann so einflechten ins Gespräch einfach. So, als wenn das normal wäre. Ja, das hat Dostojewski auch gesagt, ne, in seinem Buch hier. Und dann habe ich gelesen Schuld und Sühne. Schuld und Sühne habe ich gelesen. Aber ich habe mir so ein richtig billiges Buch gekauft. Für 10 Euro oder so. Und dann kam das Buch und es war so ein billiger Druck. Wenn ihr mal einen Schulabschluss gemacht habt, da gibt es ja immer so ein Ritual, dass es dann so ein Jahrbuch gibt. Und dann wird das ja in Druck gegeben. Das ist ja immer schon ein sehr günstiger Druck. So ungefähr von der Qualität her ist das, was ich mir da gekauft habe. Warum auch immer, war halt einfach super günstig. Aber habe ich trotzdem gelesen. Und da machen wir Buchclub zu. Also dann machen wir, was habe ich alles? Zwei Dostojewskis, dann machen wir Die Zeitmaschine. Ich bin gerade kurz davor, Der Astronaut durchzulesen. Das habe ich auch im Urlaub gelesen. Das ist sehr geil. Der hat ja auch vorher wie heißt es? Der Marsianer gemacht. Richtig geiles Buch. Der Astronaut. Und so, was habe ich noch gelesen? Ah ja, von diesem einen Buch habe ich euch ja schon erzählt. Die Gelehrtenrepublik, was ein komplett weirdes Buch ist. Und der Autor heißt Andy Weir. Haha. Von Der Astronaut heißt Andy Weir. Und das ist korrekt. Was habe ich noch gelesen? Irgendwas habe ich noch gelesen. Oh Gott, jetzt ist es mir ein bisschen unangenehm, weil jetzt ist es wirklich die Prätentiosität steigt ins Unermessliche. Aber ich habe auch angefangen mit Der Zauberberg von Thomas Mann. Das soll jetzt wirklich nicht so rüberkommen. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Aber da werde ich nicht drüber sprechen, weil das total bescheuert ist. Weil ich denke mir so, es gibt bestimmt 1 Million Buchbesprechungen zu. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Buch, oder? Der Zauberberg von Thomas Mann nach der Bibel und Faust und zahlreichen anderen Büchern. One Piece.
Aber das habe ich auch angefangen. Mara sagt, ach komm. Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich auch echt schlecht. Ich fühle mich wie so ein richtiger Hochstapler. Also es ist schon auch ein Stück weit unglaubwürdig, aber es ist, ich habe es halt gelesen, was soll ich sagen? Das können wir alles im Buchclub besprechen dann. Da werde ich euch mal Thomas Mann so richtig auseinandernehmen. Wisst ihr, dieser Thomas Mann, da habe ich ja schon so einiges zugehört. Da habe ich mir das mal selber angeguckt und da habe ich einiges zu sagen. Ha, ha, ha. Ich gehe mit der gängigen Meinung meiner Literaturkollegen nicht konform. Lesen kann's jeder, aber verstehen? Ich habe mal eine Interpretation gesehen zu irgendeinem Bertolt Brecht Gedicht. Und das kann ich euch nicht ans Herz legen. Weil ich habe auch so, ich habe irgendwie so eine Gedichtsammlung. Man hat ja manchmal so pathetische Phasen im Leben, insbesondere wenn man 18 ist oder so. Kennt ihr das, wenn man jung ist und man hat so, man ist so voller Pathos und dann hört man so Musik, so ganz pathetische Musik und hat so ganz pseudo-tiefgründige Gedanken und so. Und da habe ich mir mal ein Buch, so ein Gedicht, so eine Gedichtsammlung von Bertolt Brecht geholt. Nee, von Heinrich Heine habe ich mir, warte mal, whatever. Halt irgendein Gedicht. Ich glaube, es war Heinrich Heine. Aber ist es ja egal. Was ich damit sagen will, ja, ich habe auch schon mal Gedichte gelesen. Aber dann habe ich diese Interpretation zu diesem Bertolt Brecht Gedicht gelesen. Und er hat halt einfach 2 Stunden lang an der Tafel dieses Gedicht analysiert. Und er hat da so viel rausgezogen, reininterpretiert, rausinterpretiert. Ich habe mich so richtig dumm gefühlt. Weil man liest ein Gedicht und denkt, ja, oh, okay, ist ein Gedicht. Und der Typ hat einfach mal, aber nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Und da habe ich das ausgemacht und gedacht, scheiße, warum soll ich mir was angucken, was mich dumm fühlen lässt? Das süße Gefühl der geistigen Überlegenheit ist komplett geschmolzen wie Zucker im Regen. Deswegen kann ich euch das nicht empfehlen. Aber es ist schon erstaunlich, was man aus solchen Meisterwerken rausinterpretieren kann. Wenn man kann. Ich kann nicht. Wie viele Bücher liest du im Monat? Ach, das kommt immer drauf an, was das für Bücher sind. Ich lese halt meistens immer nur abends. Und das Problem ist, ich lese, also mein Ritual ist, was? Dann schau mal in die neue Folge, sag's doch einfach rein. Meinst du mich, Mara? Was? Ich soll, ja, ich, ja klar, ich schau da immer rein. Die Leute im Chat sagen immer, ich soll mir das angucken. Ich habe mir auch schon was angeguckt. Die Leute schwärmen immer so, ja, du musst mal auf sag's doch einfach reagieren und so. Und dann dachte ich immer so, ja, aber ich kann jetzt auch nicht einfach Maras Content so klauen, ist auch nicht geil. Aber das, die Leute hier im Chat sagen immer, ja, hier, ey, mach doch mal und so. Und jetzt hast du mich hier eingeladen. Deswegen freue ich mich da sehr. Was wollte ich sagen? Achso, wie viel lese ich im Monat? Ich lese immer abends zum Einschlafen. Ich kann sonst nicht einschlafen. Ich weiß, ich muss immer lesen, bis mir die Augen komplett zufallen. Und dann mache ich schnell das Licht aus und versuche einzuschlafen, weil dann mein Gehirn ist dann noch in der Welt des Buches. Und das sind so quasi wie so Wände. Die Welt, in der ich mich da befinde. Und dann ist mein Gehirn ausgetrickst, weil ich habe so ein bescheuertes, dummes Gehirn, dass, wenn ich einschlafen will, fängt es an, sich Gedanken zu machen und labert mich voll mit irgendeiner Scheiße und hört einfach nicht auf. Alter, hört einfach nicht auf. Und meine Taktik, mein Hirn ruhig zu stellen, ist zu lesen und das Hirn wie in einen Käfig in diese Geschichte des Buches einzubauen und bis mein Hirn es schafft, aus dieser Welt rauszukommen, die Wände zu überwinden und mich wieder mit anderen Überlegungen zu foltern, das ist so der Moment, da muss ich einschlafen. Und dann, wenn ich das schaffe, dann super. Und es gibt halt Bücher, die sind sehr gut geeignet zum Einschlafen. Und es gibt halt Bücher, bei denen funktioniert das nicht so gut. Deswegen ist es schon auch nicht so unwichtig, was man liest, was ich lese. Und im Urlaub zum Beispiel kann ich super lesen. Ich könnte einfach, mein Urlaub könnte, wenn ich nicht andere Verpflichtungen hätte, könnte mein Urlaub locker auch daraus bestehen, 2 Wochen auf einer Liege zu liegen und nur durchzulesen. Aber das ist natürlich unrealistisch und nicht mehr möglich. Willst du Simons Buch lesen? Aber 100%. Ich habe natürlich schon reingelesen, weil ich so vorab
PDF bekommen habe. Aber ich will natürlich eigentlich, will ich das Buch so haptisch lesen. Genau. Deswegen, ich hätte es mir schon in Aussicht gestellt. Was sagst du, Nicola? Hab gerade auf Twitter einen Minecraft-AI-Klon gefunden, der basierend auf Tastatur- und Mauseingaben live generiert wird. Was? Soll ich da mal draufklicken gleich? Was hast du da? Nicola, was du immer wieder... Nicola ist wie so eine kleine Katze, die immer so durch die Katzenklappe kommt und dann irgendwas vor die Beine legt. Und manchmal ist das ein Kadaver von irgendwas. Das kann aber auch was sehr Wertvolles sein. Das weiß man immer bei Nicola nicht. Auch wieder so eine Geschichte aus dem Urlaub. Ich habe eine Katzenallergie. Ich weiß gar nicht, wie schlimm die noch ist. Aber als Kind war das an der Tödlichkeit kratzend, diese Katzenallergie. Also ich wäre wirklich mehrfach in meinem Leben fast gestorben wegen Katzen. Und habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Von daher kürze ich den Part raus. Aber im Urlaub gab es halt diese Essenszeiten in einem großen Essenssaal, der unglaublich laut war, eine Kakophonie. Und es war auch ein bisschen anstrengend, aber in diesem riesigen Raum, der so zu zwei Dritteln ein Raum war und zu einem Drittel eine überdachte Terrasse, da liefen halt Katzen rum. Bestimmt 4 Stück. Alle fett, so richtig fette, kugelige Katzen. Und die liefen halt von Tisch zu Tisch, haben sich davor gesetzt, haben dich angeguckt mit ihren großen, runden Katzenaugen, weil die halt gefüttert werden wollten. Und natürlich bekommen die von mir nichts, aber von anderen Tischen bekommen die was. Und dann sitze ich da und beobachte diese geiernde Katze und dann geht die zu Tischen hin. Und es gibt wirklich Leute, die dann, die nicht nur füttern, indem sie denen irgendwas verächtlich runterschmeißen, wie das eine überlegene Spezies mit der anderen eben machen sollte, sondern sie nehmen es in die Hand und lassen die Katze das aus den Fingern schlecken. Mit ihren rauen Raubtierzungen schlecken die das dann von den Fingern. Und dann gehen die zurück ans Buffet mit ihren Katzenspeichelfingern und fassen dann die Community-Löffel an, mit denen sie sich das Tzatziki auf dem Teller schaufeln. Und ich sitze da und ich beobachte das. Und ich habe eine Katzenallergie. Und ich habe euch ja gerade erzählt, dass ich am Flughafen den extrovertierten Nils rausgelassen habe. Und ich war wirklich kurz davor, zum Tisch zu gehen. In meiner Fantasie habe ich das gemacht. Zum Tisch zu gehen und denen zu sagen, ey Leute, seid ihr für mich bescheuert? Was kommt als nächstes? Wollt ihr mit so einem Duftzerstäuber voller Erdnuss, geriebener Erdnüsse den ganzen Saal einparfümieren in der Hoffnung, dass es Leute gibt, die eine Nussallergie haben? Das habe ich aber nichts gesagt. Habe ich natürlich nichts gesagt. Habe ich mir nur meinen Teil gedacht. Aber da denkt man sich so, ey, warum? Warum? Warum lässt du dir von der Katze die Finger abschlecken und gehst danach ans Buffet? Wie doof. Aber ich bin zum Glück nicht gestorben, wie ihr seht. Und bin immer noch hier. Aber ich habe wirklich überlegt. Du bist aber auch schon ein paar Mal fast gestorben wegen einer Badewanne. Ja, auch. Ja. Ich bin auch wirklich bedingt überlebensfähig. Es ist mir bis heute ein Rätsel. Ich kann mir das nicht erklären, wie es die Bomhoff-Dynastie so weit gebracht hat. Also ich bin ja nur völlig überlebensunfähig und ohne dieses schützende Korsett der Zivilisation würde ich keine 3 Tage überleben. Und ich weiß nicht, wie also ich habe ja Vorfahren, die können ja genetisch gar nicht so weit entfernt gewesen sein von mir. Und die müssen sich ähnlich durch die Zeit gewieselt und gemogelt haben, wie ich mich durch die Schule.
Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich verstehe gar nicht, warum es mich überhaupt gibt. Ich verstehe das nicht. Aber es ist halt einfach so. Aber jetzt zweimal fast in der Badewanne zu sterben, ist schon ungewollt natürlich. Ist schon. Wenn ich die. Ich bin so ein Typ, der dafür sorgt, dass quasi eigentlich auf jeder Badewanne so ein Warnhinweis eingemeißelt sein muss. Weil es gibt ja auf allen möglichen Sachen Warnhinweise, wo man denkt, okay, warum? Da muss ja irgendwann mal was passiert sein, was dazu geführt hat, dass dieser Warnhinweis nötig wurde. Und ich bin so ein Typ, der Warnhinweise rechtfertigt. So. Nikola hat mir irgendwas geschickt. Was ist das? Warte. Das hat Nikola mir geschickt. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? You're about to enter. Gibt's da Sound? Oh, Kopfhörer, was? You're about to enter a first of its kind video model. A game engine trained by millions of gameplay hours. Every step you take will shape the environment around you in real time. Kennt ihr das, wenn Leute so versuchen, englischen Akzent nachzumachen, obwohl sie kaum Englisch sprechen? So einer bin ich auch. Choose a map. Village Outpost, Dense Forest, Ragged Coastline, Desert Expanse, Mountain Meadow. Weiß ich nicht. A quaint village nestled among rolling hills, dotted with farmland and orchards. Look out at forest and a distant city embracing the quiet simplicity. Ja, nehme ich. Got it. Was? You have... Achso, nee, habe ich nicht. Okay. Ja, hier, ich... Let's go. Waiting for your turn. Soll ich irgendwas drücken? Choose a map. Ja, hier. Hallo. I choose it. I choose you. Okay, das Spiel ist schon kaputt. Nikola hat es schon kaputt gemacht. Position in Q0. ETA loading. Nikola. Ah, begin your journey. Oh, Journey beginnt. Was? Jump, run, inventory, items, sneak, hit, drop? Was ist denn das? Huch! Everything you see is AI generated in real time by a Deckard and Edged. Was bitte? Okay. Das ist ja komplett weird. Also wir sehen hier nicht Minecraft. Wir sehen AI, was Minecraft simuliert. Es ist nicht, dass wir spielen ja nicht Remote Minecraft oder so. Sondern das ist das ist einfach komplett simuliert. Ist nicht echt. Es sieht aber gut aus. Es ist natürlich komplett. Hier, also die Frames und so. Das Haus ist weg! Hat er sich nicht gemerkt, dass ich eins gebaut habe? Okay, jetzt kann ich hier gar keine Klötze mehr bauen. Ah, da. Jetzt springe ich auf den Ah, doch, da ist mein Haus. Jetzt machen wir das, was alle in Minecraft machen. Wir hüpfen mal hoch. Bauen mal einen kleinen Turm. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Hallo? Oh, wir sind raus. Abgestürzt. Oder lädt. Ich weiß es nicht. Ah! Oh no! You have been disconnected from the server. Please refresh the page to reconnect. Aber was ist denn der Sinn dahinter? Einfach so einfach nur eine Spielerei, oder? Okay. Da haben wir es kaputt gespielt. Seht ihr? Kaum komme ich, ist was kaputt. Das ist genau das, was ich meinte. Aber gute Idee. Och, geht wieder los.
Disconnected from the queue. Naja, aber wir haben, jetzt haben wir uns ja einmal angeguckt, ne? Ich habe Fragen, aber hauptsächlich warum. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Warum ist exakt die Frage, die ich mir auch stelle. Aber interessant. Hast du wieder was Gutes nach Hause gebracht durch die Katzentür, lieber Nicola. So, ey, ihr fragt euch bestimmt, Nils, fragt ihr euch, Nils. Was machen wir denn heute? Ah, das hast du mir sogar über Steam geschickt, du cleverer kleiner Freund. Was machen wir denn heute, Nils? Mit Echo, vielleicht seid ihr gerade in der Höhle. Vielleicht wurdet ihr gerade von einem Bären am Schlawittchen gepackt, der euch in seine Höhle gezogen hat. Und deswegen habt ihr ein Echo. Wir zocken jetzt als erstes Field of Glory Kingdoms. Das ist ein Spiel, was euch sicherlich relativ schnell an sowas wie Crusader Kings erinnern wird. Es ist ein sehr schönes Strategiespiel. Spielt, glaube ich, im 11. Jahrhundert. Und Ziel ist es natürlich, ähnlich wie ein Crusader King, einfach sehr mächtig zu werden. Und das machen wir jetzt gleich. Also das wird richtig schöne tiefe Strategie. Und dann habe ich mir gedacht, wir können danach noch, wenn ihr Bock habt, ein bisschen das neue Dragon Age spielen. Das habe ich nämlich schon runtergeladen. Wenn da das Interesse vorhanden ist, können wir das machen. Echt, das Interesse ist vorhanden. Wir machen das auf jeden Fall. Ich will euch jetzt hier auch nichts vorspielen. Doch, ich werde euch was, es ist exakt das, was ich machen werde, euch was vorspielen, aber ich will euch natürlich jetzt nicht anlügen. Wir werden natürlich Dragon Age spielen und das neue Best of können wir auch gucken, ja. Tu es nicht, ich finde Dragon Age nicht gut, habe ich Maurice auch schon geschrieben, sagt El Forelle. Und was hat Maurice mit dieser Information angestellt? Vermutlich gar nichts. Man muss Sachen selber ausprobieren. Ich muss es selber ausprobieren. Ich kann mich jetzt da nicht abschrecken. Ich bin ja selber Journalist. Videospieljournalist. Und lasse mich nicht von der Meinung anderer Leute triggern. So, das machen wir. Und dann finde ich, let's go. Was passiert nun mit Silent Hill? Yay or nay, fragt Laura. Ja, Silent Hill. Das neue Dragon Age größer als Baldur's Gate 3? Qualitativ oder vom Umfang? Maurice hat gesagt, das Spiel ist gut, nicht großartig. Nachdem er gestern 4 Stunden Charakter gebaut hat und 1 Stunde gespielt. Ja. Nicht überbewerten. Selber spielen. Das machen wir auch. Ich kann keinen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche vertrauen. Sie haben mich zu oft enttäuscht. Ich bin der Einzige, dem ich vertraue. Und das sollte ich auch so machen. Wer bohrt denn jetzt hier? Wieso wird hier gebohrt? Ich muss gleich wieder den Extrovertiertheits-Nils rausholen und dem ein Ende setzen. Wer wagt es? Field of Glory Kingdoms. Is the game we play now. Das letzte Dragon Age, was ich gespielt habe, war Dragon Age Inquisition, meine ich, war das. War das? Ist es das letzte gewesen auch? Dragon Age Inquisition war das letzte, oder? Oder war das das vorletzte? Ja, war letzte, ne? Dann ergibt es ja auch Sinn, dass es das letzte ist, was ich gespielt habe. Das wurde ja auch nicht von allen gefeiert. Aber ich fand das ganz cool. Das war doch das, wo man dann so eine Burg hatte. Und da konnte man sich die Burg ausbauen, hatte man so eine Party und dann ist man da so rumgelaufen und hat Abenteuer erlebt. Ich fand das nicht so schlecht. Das wird hier wirklich original gebohrt.
Wir werden nie erfahren, was er zu Silent Hill. Ach so, ja, ich, mein Gehirn, ne? Silent Hill, genau. Ich war dabei, was zu Silent Hill zu sagen. Also, ich habe jetzt ja 3 Folgen hatte ich gemacht und habe die 3. Folge auch lustigerweise erst gestern oder so veröffentlicht oder vorgestern. Und ich denke schon, dass ich es durchspielen werde. Also, Stand jetzt würde ich sagen, ich spiele es durch. Ich sage euch ehrlich, die Klickresonanz ist erwartbar kläglich. So, aber ich mag es auch, Sachen zu Ende zu bringen. Und vielleicht lasse ich es dann auf dem Zweitkanal oder so, weil fuck, ey, so war das nicht gedacht, dass alles auf dem Zweitkanal kommt. Da kommen dann pro Tag 2 Videos auf dem Zweitkanal und einmal die Woche was auf dem Hauptkanal, was ja auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ihr müsst das auch mal jetzt anklicken. Mal wirklich mal Butter bei die Fische. Ihr müsst das jetzt auch einfach mal anklicken. Ihr könnt das auch einfach mal mehrfach laufen lassen. Ich verstehe das auch nicht. Ihr könnt das auch einfach anmachen und selbst wenn ihr das schon gesehen habt, dann lasst ihr das halt einfach laufen. So. Das ist auch wieder so eine gestörte Wahrnehmung. Die Anzahl der Aufforderungen, die ich gesehen habe, dass ich Silent Hill weiterspielen soll, verhält sich nicht zu den reell erscheinenden Klicks auf meinem Video. Da ist ein großes Missverhältnis, was ich mir nur durch selektive Wahrnehmung erklären kann. Ich like es auch immer und manchmal schreibe ich sogar was. Das ist doch gut. Ja, aber es ist ja auch schon ein gutes Spiel. Es stresst mich immens, das zu spielen, einfach weil ich wirklich sehr gruselaffin bin, aber ich tendiere dazu, das zu. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dann so Doppelschlag immer machen: eine Session Silent Hill und dann zum Runterkommen eine Session Baldur's Gate 3 oder sowas. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Und dann flechten wir immer noch andere coole Sachen mit ein. Würde ich mal so vorschlagen. Es ist Zeit, mir die Krone aufzusetzen. Die unsichtbare Krone. Da könnte man noch so eine Geschichte draus machen. Des Kaisers neue Krone, oder? Des Kaisers neue Krone. Da. So. Nikola, was ist eigentlich mit YouTube los? Wir kriegen aus irgendeinem Grund YouTube nicht an den Start. Ich weiß nicht warum. Es läuft hier durchgehend so ein kläglicher Ping, der von OBS an YouTube gesendet wird, der immer wieder zurückkommt. Ich lade jetzt den Chat neu. Ich habe jetzt den Chat neu geladen. Aber dann ist Twitch auch kurz weg. Ja, das ist doch egal. Twitch kommt ja wieder. Also ich habe jetzt schon mal einfach den Chat neu geladen. Aber YouTube geht gar nicht live, ne? Ich habe jetzt aus Versehen die ganzen alten Chatnachrichten weggeladen. Alles, was jetzt oberhalb von Nikolas Meldung, dann ist der Twitch auch kurz weg, steht, habe ich leider für immer verloren gegangen. Ich wollte es nicht machen, während du mit Twitch redest. Das ist nett. Aber warte mal, aber ist also funktioniert YouTube denn oder? Oder wie oder was? Das Best of gucken wir nachher, Antje. Das gucken wir danach, finde ich. Ich finde, wir fangen jetzt erstmal an. Mit Field of Glory Kingdoms. YouTube ist live, aber die API hat gerade Probleme. Achso, Grüße gehen raus an YouTube. Ich kann euch nicht lesen. Die Nachrichten landen leider nicht bei dir. Okay, das ist kein Problem, Leute. Falls hier jemand auf YouTube zuschaut und sich wundert, weshalb ich die Chatnachrichten ignoriere, wir machen das jetzt so, dass Nikola jeden einzelnen Kommentar copy-pastet in Twitch. Nein, Scherz, musst du natürlich nicht machen. Du könntest es machen, aber du musst es natürlich nicht machen. So, Laufinator, vielen lieben Dank für den Support. Das ist die richtige Entscheidung. So, wir zocken jetzt. Legen jetzt los. Field of Glory.
In the